Nahrung auch. And? Nahrung weg. Holz weg. So. Was? Das heißt, wir machen jetzt mal den Sumpf fertig. Das sind sehr viele Steine, die wir da zum Wachsen brauchen. Die sie da zum Wachsen brauchen. Ja, ein Trupp kann gerade mal 400 Steine tragen. When will you calm down? When will you calm down? My troops are under attack! Den Friedhof haben wir doch platt gemacht. Wo kommen die Untoten die ganze Zeit nur her? When will you calm down? Die Grabstätte hat doch keine so geringe Spawn-Time. Achso, das waren die Verteidiger. When will you calm down? Are we going to fight or what? Yoho! Hier hängt schon wieder Yoho. Fest. My troops are under attack! Us? When will you calm down? Warum manchmal die Auswahl so komisch ist, weiß ich auch nicht. Also ja, das Spiel hat Bugs. Teilweise sehr unschöne. So, das war nur die Sumpfgruft. Ja, wir müssen hier lang wieder. Weil hier geht's nirgends durch. Auch nicht so schlimm. Also, ich würde sagen, ich mache die beiden Quests noch, bevor ich den Turm baue.
Are we going to raid this village? At last. What? Us? You think that's bad? Me? You think that's bad? Yo-ho! At last. At last. Ja, das Versteck des kriegenden Todes lassen wir immer noch erstmal in Ruhe, für den Fall, dass wir da noch mal Are we going to fight or what? So. Hier wird immer noch nur der Turm benötigt. Joho! Hier ist auch nichts Neues. At last. You think that's Are we going to raid this village? Gut. And? Das heißt, wir gehen erstmal zu der Geisteraue und dann zu den Energieknoten. Bringen das beides nach Olschritz. Oder wie heißt die Stadt? Olschirz. Agrar braucht gerade auch nichts Neues. Okay. Das heißt, wir haben nur... Ja gut, mit den 600 Steinen, die wir wahrscheinlich nie zusammenkriegen werden, außer wir können das Zeug in Olschirz kaufen. Was dann auch nicht unpraktisch wäre. Und ja, so wie es aussieht, ist der Ogerschmetterer ein bisschen was anderes als der Ogerschmetterer, den ich hier habe. Weil der kostet nur 2 Führungen. Ein richtiger Ogerschmetterer, den ich von den Orks holen könnte, kostet... Oh, Agrar macht mir ein gutes Angebot. Oh, hi. Destroy. Okay, wenn ich da rüber kann gleich zu der Höhle und ich die platt machen soll, dann machen wir das doch mal. Ah, und die Höhle spuckt Akolyten aus, keine Schreckensmagier. When will you calm down? Destroy. When will you calm down? What are we going to do? Yo-ho! Oh, Steine. At last. Are we going to fight or what? Yo-ho! So, das Zyklopenauge. Gut, das wäre dann schon mal gut. Mal zwischendurch mal ein Quicks machen wäre auch nicht verkehrt. Wir kommen zwar gut voran, aber es kann jederzeit was Blödes passieren. Außer der Geisteraue hier ist eigentlich nur hier drüben noch eine große Höhle.
Und hier eine große Höhle, okay. Also hier sind noch Sachen zu machen. Und hier oben sind wir eigentlich größtenteils fertig, bis auf den Knoten. Und ja, das, was hier oben noch ist. Destroy and... When will you calm down? Destroy! When will you calm down? Here they are. Here they are. We'll share the trophies. What? Whoa, 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 whoa. What? Du warst gerade wirklich sehr arg angeschlagen. So, die brauchten den Titanpanzer. Mhm. Gucken wir uns hier doch mal um. Ja, da ist das Gitze. Also die Stadt ist hier. Hier ist der komisch aussehende, die komisch aussehende Höhle. Hier sind nochmal ein Haufen untote Sachen, sehr viele sogar. Und ein Steinbruch. Ah, Monsterhöhlen sind das. Gut, okay. Hier ist noch eine Höhle. Hier ist ein Magierturm. Hier waren noch die Wolfsbehausungen. Okay. Das ist dann alles hier unten, alles Mögliche noch. Also die Wolfsbehausungen hier. Hier Monsterhöhlen. Hier die Untoten. Da noch was Komisches. Also hier unten im Bereich der Städte haben wir noch sehr viel zu machen. Also was wir machen können. Um Erfahrungspunkte zu kriegen. Die wir ja auch noch brauchen. Welches Level haben wir denn jetzt eigentlich? 8. Okay. Ich weiß nicht mehr, was Max-Level überhaupt ist. Ob Max-Level 10 ist oder ob man wirklich 20 erreichen könnte. Haben wir bis jetzt weder mit Farron noch mit Zee geschafft. Wobei bei Farron ja eh die Sache war, dass das sozusagen der Prolog war und man da eh nicht so viele Erfahrungspunkte sammeln konnte. Also außer durch extremstes Power Gaming vielleicht. Okay, du hast dich losgelöst. You think that's bad? What? When will you calm down? Destroy! Das finde ich jetzt wieder nicht so gut.
Are we going to raid this village? Das finde ich doch beschissen, ne? So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den da hinten noch?